Hallo und herzlich willkommen zu einem schnellen, kurzen Video. Und zwar die neue Roadmap ist da. Es gibt neue Infos zu den neuen Updates und wir gucken einfach mal direkt hier. Next up in Jorvik. Diese Woche, also heute, Midsummer Celebrations. Das Midsummer Festival ist da. Die Jorvik Rangers helfen bei dem Ganzen mit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es nachher dann in-game aussehen wird. Aber ja, das Midsummer Festival kennen wir ja schon. Letzte Sommer, Welcome Summer und ja, genau. Irgendwas mit den Jorvik Rangern, mal sehen, wie genau das funktioniert. Wahrscheinlich dasselbe wie letztes Jahr einfach. Ah ja, okay. Nächste Woche wird es spannend und zwar Reitclub Updates. Ja, sie machen es einfacher, Reitclubs zu managen. Das ist auf jeden Fall, oh mein Gott, richtig interessant, wie sie das machen werden. Also ich hoffe mal, es werden einige Dinge am Menü angepasst und so. Das ist richtig cool. Aber ja, schauen wir weiter. Die Woche danach, wir gucken noch mal kurz. Wir machen es einfacher, die Reitclubs zu managen. Genau, ja, das steht dasselbe wie da. Dann gucken wir weiter. Und zwar, neue Pferde. Percheron. Französische Pferde. Große Pferde, wie er anscheinend steht. Und ja, die sehen ganz interessant aus. Eine neue Rasse, die kommt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die dann in-game aussehen. Gut, gehen wir weiter. Oh, Maya-Quest. Neue Ma Quests mit Maya. Oh, sie bekommt ihr eigenes Pferd. Interessant. Das ging doch super. Und ja, wir bekommen eine Quest mit Maya, wo sie ihr neues Pferd bekommt. Das ist ja cool. Und als letztes Jorvik Stables Open House. Ja, Tag der offenen Tür am Jorvik Stall. Wahrscheinlich wieder mit den Eventpferden und so weiter, allem drum und dran. Oh, und einem brandneuen Araber. Ey, das ging doch super. Also nicht nur die Pferde vom letzten Jahr, die Libizana, Andalusia, Lusitanus oder was das war, sondern auch noch ein exklusiver Araber. Interessant. Gut. Das war's für die Updates, ja, im Juli jetzt oder noch für Ende Juli. Aber es klingt auf jeden Fall super. Steht hier unten noch was? Ne, ist genau dasselbe. Gut, da haben wir die Updates für den nächsten Monat hier. Also es klingt echt cool. Bin am meisten gespannt auf die Reitclub-Updates und die Maya-Quest. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Worauf ihr euch am meisten freut und ja. Das war's mit diesem kurzen Infovideo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.